Namibia im Jahr 2017. Ein altes Land, ein mythenreiches Land. Ein Land mit geheimnisvollen Bodenkreisen. Und genau diese merkwürdigen Gebilde haben Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft hierher gelockt. Mit neuen Ideen und modernen Untersuchungsmethoden wollen sie deren Geheimnis lüften. Bereits bei Sonnenaufgang sind die Forscher der Max-Planck-Institute für Chemie und für Biogeochemie auf den Beinen. Noch ist die Luft im Namib-Rand Nature Reserve angenehm kühl. Ziel der Untersuchungen ist es, endlich das Geheimnis der sagenumwobenen Feenkreise wissenschaftlich zu klären. Eine schwierige Aufgabe, an der sich schon viele zuvor die Zähne ausgebissen haben. Von den Einheimischen über Mystiker bis hin zu Wissenschaftlern aus aller Herren Länder. Dabei wurden die verschiedensten Theorien ins Spiel gebracht. Stammen sie von Meteoritenschauern? Landungen Außerirdischer? Oder doch von mystischen Fabelwesen, wie schon ihr Name suggeriert? Die vegetationslosen Feenkreise sind schon lange aus einem küstennahen Landstreifen der Trockengebiete Südafrikas, Namibias und Angolas bekannt. 2015 wurden sie auch in Australien entdeckt. Sie sind keineswegs ewig, sondern kommen und gehen in langjährigen Zyklen. Von oben betrachtet scheinen sie sogar bestimmte Muster und Regelmäßigkeiten aufzuweisen. Manche Forscher vermuteten in ihnen schlicht Liegeplätze von Antilopen. Im Wissenschaftsmagazin Science erschien 2013 die Theorie, Termiten seien die Verursacher. Sie fräßen Gras und Kräuter ab und würden dadurch auch bessere Bedingungen für ihre unterirdischen Baue schaffen. Einhaken des Termitenmodells: Es gibt zahlreiche Feenkreise, wo man nur wenige oder keine dieser Insekten findet. Wieder andere Forscher sehen die Lösung in einer Selbstorganisation der Pflanzen. Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Pretoria verfolgen die Max-Planck-Forscher eine gänzlich andere Theorie. Sie halten lokale, geochemische Gegebenheiten für den Ausgangspunkt des mysteriösen Pflanzenwachstums. Joost Lavrich vom MPI in Jena untersucht daher die gasförmigen Komponenten im Porenraum des Bodens. Er analysiert die Bodengase auf Methan, CO2, Lachgas, Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Außerdem die Isotopenverhältnisse bestimmter Gase. Yvette Naudet von der Universität Pretoria interessieren dagegen die Feuchteverhältnisse im Wüstenboden. Und schließlich Bettina Weber vom MPI in Mainz. Zusammen mit Susanne Benner sammelt sie in unterschiedlichen Tiefen Bodenproben, inner und außerhalb der Feenkreise. Diese werden später in Deutschland in Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten auf Textur, mineralogische Zusammensetzung und auf die Anwesenheit kleiner und kleinster Lebewesen untersucht. Neben den feuchten Bedingungen gilt die Aufmerksamkeit der Chemikerin Yvette vor allem den Kohlenwasserstoffen des Wüstenbodens. Zusammen mit dem Biologen Willem Jankowitz vergräbt sie eine Art Gummiringe. An diesen haften sich im Porenraum des Bodens befindliche Kohlenwasserstoffe an, welche sie später im Labor gaschromatographisch analysiert und bestimmt. Dem Forscherteam um Bettina Weber erscheinen die bisherigen Theorien zur Entstehung der Feenkreise unzulänglich. Sie halten die Ursachen und das System der Wirkfaktoren für wesentlich komplexer.
eine eng verzahnte Mischung aus Mineralogie, Bodenchemie und Mikrobiologie. Ausgelöst von Kohlenwasserstoffen, die aus tiefer liegenden Erdgas- und Erdölvorkommen stammen. Deren Ausgasung könnte über bestimmte bodenchemische, biologische und mikroklimatische Prozesse das Pflanzenwachstum in und um die Feenkreise beeinflussen. Wie das genau geschieht, ist die entscheidende Frage. Bis zu ihrer endgültigen Klärung könnten noch Monate, wenn nicht Jahre vergehen. Bis dahin werden die Feenkreise auch weiterhin ein beeindruckendes und wundersames Mysterium in den Trockengebieten des südlichen Afrikas bleiben.